Hallo, mein Name ist Eckert Hofmann. Für die Aquarellmalerei auf Leinwand benötige ich einige Zusatzstoffe, die mir von der Firma Schminke angeboten werden. Mit diesem Videoclip zeige ich Ihnen den Einsatz, damit auch Sie effektvolle Bilder erzielen können. Unterschiedliche Technik- und Motivvariationen führen zu ganz abwechslungsreichen Aquarellgestaltungen auf Leinwand. Mein Beispielbild zeigt einige fränkische Häuser in einer winterlichen Landschaft. Mit der eigens für die Aquarellmalerei entwickelten Spachtelmasse lege ich Flächen und Strukturen an. Mit der Zahnspachtel schaffe ich Gattenzaun und Baumstrukturen. Auch den Wegverlauf gestalte ich damit. So erhalten diese Elemente eine ausdrucksvolle, bildbestimmende Struktur. Mit dem Farbauftrag beginne ich an den Dachflächen. Die Farbaufnahme erfolgt nach dem Muster Wasser Farbaufnahme Eintauchen in AquaFix Malen. Das AquaFix sorgt dafür, dass die Aquarellfarbe permanent auf der Leinwand auftrocknet. Ob Flächen oder lineare Strukturen. Das Aquarellmalen auf Leinwand unterscheidet sich in der Arbeitsweise nicht von dem Malen auf Papier. Einer der Gründe, warum ich Aquarell auf Leinwand male, liegt darin, dass zurzeit Leinwandarbeiten sehr gefragt sind. Mit der Gestaltung der Bäume hinter den Gebäuden schiebe ich diese in den Vordergrund. Überflüssige Farbe und Wasser werden abgedupft. Die Zugabe von Acrylic Ink Aerocolor Weiß führt zu Farbverdrängungen, die eine lebhafte Farbstruktur ergeben. Mit Effektspray unterstütze ich diese Strukturbildung noch. Das damit erzielte punktförmige Aufreißen des Farbauftrages entspricht den wechselnden Strukturen in der Natur. Die Schneefläche vor den Gebäuden wird von einem Weg getrennt. Ein helles Bergblau mit Andalen von Aerocolor Weiß ergibt eine Nuance, die den Schattenelementen bei den Schneeflächen entspricht. Durch aufsprühen von Wasser vertreibe ich den Farbauftrag und gebe ihm noch zusätzliche Strukturen mit dem Effektspray. Die mit Spachtelmasse angelegten Zaunpfosten ragen aus dem Farbauftrag negativ heraus. Und erhalten damit ihre Plastizität. Die von der Firma Schminke angebotenen Liner für Acrylic Ink können gut bei der Bildgestaltung eingesetzt werden. Nach dem Auffüllen kurz aufstippen, damit die Farbe fließen kann. Mit der Spitze des Liners Typ 2 gestalte ich feine Linien. Im Bereich Fachwerk verstärke ich die Fensterflächen und grenze die Dachfläche von der Hauswand ab. Auch bei perspektivischen Linienführungen im Landschaftsbereich ist er gut einsetzbar. Die breite Spitze des Liners Typ 3 ermöglicht mir großzügige Linienverstärkungen bei den Wogen. Im Gischtbereich steige ich wieder auf den Spitzenleiner um und gestalte damit die fein strukturierten Spritze. Mit der letzten Einstellung sehen Sie die eingangs angekündigte Motivpalette, die mit Aquarell auf Leinwand gestaltet werden kann.